Herzlich willkommen zu Alpha Centauri, den Plaudereien über Überirdisches und Himmlisches. Wir wissen so viel über die Planeten Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, selbst Neptun haben wir inzwischen mit unseren Sonden schon angeflogen und haben alles Mögliche entdeckt. Wir haben die höllisch heiße Venus beobachtet mit ihren 450 Grad heißen, mit ihrer 450 Grad heißen Oberfläche. Wir sind auf dem Mars gewesen, zwar nicht persönlich, aber immerhin mit unseren Robotern, haben alles Mögliche herausgefunden über seine Struktur, über seine Oberfläche. Einige meinten ja sogar, dass es dort vielleicht sogar Leben geben könnte. Und wir haben alles mit mehreren Sonden versucht herauszufinden, ob es dort Leben gibt. Wir sind um den Jupiter herumgeflogen mit unseren Sonden, haben die verschiedenen Monde entdeckt, haben die Oberfläche des Jupiters zwar nicht sehen können, haben aber seine Atmosphäre im Detail studieren können. Selbst wie sich Monde um den Jupiter herum bewegen, in seinem Magnetfeld bewegen und dabei von den magnetischen Kräften zerrissen werden. Die Ringe des Saturn sind uns heute allen bekannt, weil sie durch die Presse gegangen sind, nachdem etliche der Sonden da oben waren und wirklich wunderschöne Bilder geliefert haben. Von einem Planeten haben wir eigentlich bisher nur ganz, ganz wenig gehört. Und das ist der Merkur. Haben wir den Merkur eigentlich vergessen? Der Merkur ist der naheste Planet zur Sonne. Und er scheint unserer Umgebung, unserer Beobachtung überhaupt nicht zugänglich zu sein. Das liegt schlicht und ergreifend daran, weil er so nah bei der Sonne steht. Er entfernt sich von der Sonne eigentlich nie weiter als die 1 von der 12 auf der Uhr. Und so wie man den hier auf dem Bild sehen kann, so würde man ihn niemals erkennen können, selbst mit einem irdischen Teleskop nicht. Und erst vor 25 Jahren ist es zum ersten Mal gelungen, den Merkur von der Nähe aus zu betrachten. Nur eine einzige Sonde, nämlich Mariner 10, hat jemals die Oberfläche dieses Planeten mal ein bisschen besser kartografiert. Und lassen Sie sich nicht verwirren von diesem Streifen hier, da hat die Sonde einfach ausgesetzt. Sie hat dann einfach hatte Probleme mit ihren Detektoren. Aber in der Tat ist dieses Bild, so wie man es hier sehen kann, das Resultat dieses wunderbaren und sehr, sehr geheimnisvollen Flugs von Mariner 10. Es hat nämlich große Schwierigkeiten gegeben, als diese Sonde losgeschickt wurde und als sie dann endlich bei Merkur ankam. Bis dahin hatte sie eine abenteuerliche Reise hinter sich. Aber was hat sie denn nun beobachtet und was haben wir denn über diesen Planeten bis heute gelernt? Und wenn ein Dichter zu diesem Planeten käme und würde sich anschauen, wie dort ein Sonnenaufgang aussähe, dann würde er sich ungefähr so ausdrücken. Gewaltige Eruptionen am Horizont, die Vorboten des unheimlich langsamen Sonnenaufgangs auf dem Merkur, der manchmal sogar zweimal am Tag auftaucht. Ohne Atmosphäre ist er dramatisch hell. Die gleißenden Sonnenstrahlen fallen auf eine völlig geriffelte Oberfläche mit kilometerhohen Wänden, riesigen Kratern, umgeben von Felswänden, die sich über den gesamten Planeten hinziehen. Und an den Polkappen versteckt sich in manchem Kraterrand Wasser. Bei 530 Grad Temperatur. Was ist das für ein Planet? Was ist das für eine Geschichte, die uns dieser Planet erzählen kann? Und er kann uns mancherlei erzählen. Doch zunächst mal zurück zur Sonde Mariner 10. Am 24. März 1974 startete sie. Amerikaner hatten sich bis dahin schon lange überlegt, mal eine Sonde zu Merkur zu schicken. Aber aufgrund seiner Nähe zur Sonne ist es nicht so einfach, eine Sonde dahin zu bringen. Man kann die Sonde nicht einfach losschicken und kann sie zur Sonne schicken, in Richtung Merkur schicken, dann würde sie in die Sonne fallen. Man muss sie sich also an den Merkur heranschleichen lassen. Und weil er eben so nah an der Sonne steht, ungefähr nur ein Drittel der Entfernung Erde-Sonne, so nah ist der Merkur ein Problem für solche Raumfahrtaktivitäten. Man musste also Mariner 10 auf einer Schleifenbahn ganz langsam an den Merkur heranführen. Und dabei hat die NASA etwas getestet, was sie im späteren bei vielen anderen Sonden auch noch ausgenutzt hat, den sogenannten Swing. Das heißt, die Sonde Mariner 10 kam an der Venus vorbei und hat durch das Kraftfeld, das Schwerkraftfeld der Venus, einen Swing bekommen. Sie ist also in eine andere Richtung umgeleitet worden und außerdem konnte man auf diese Art und Weise auch noch positionsgenau den Kurs einstellen, wie die Sonde zu fliegen hat, damit sie mindestens einmal, am besten zweimal, den Merkur umkreisen kann oder an ihm vorbeifliegen kann. Ein paar Monate später, es gab etliche technische Schwierigkeiten bei dieser Sonde, ist in der Tat dieses Swing-by-Manöver von der NASA hervorragend präzise durchgeführt worden. Und so kam dann Mariner 10 eines Tages in Richtung Merkur an.
Und bis dahin hatte man gedacht, dass dieser Planet, so ähnlich wie der Mond, genau einmal sich während seiner Umdrehung um die Sonne herum dreht, selber dreht. Das nennt man synchronisierte Drehung. Also der Mond zum Beispiel dreht sich genau, während er einmal um die Erde herum sich dreht, dreht er sich einmal um sich selbst. Deswegen sehen wir immer die gleiche Oberfläche. Das fand man aber nicht. Man hatte vorher schon aus den Radarbeobachtungen merkwürdige Abweichungen von diesem Rotationsgesetz gesehen. Man fand etwas ganz anderes. Man fand heraus, dass der Merkur sich in zwei Merkurjahren, also zwei Umdrehungen um die Sonne herum, genau dreimal dreht. Und er dreht sich so unglaublich langsam, also einmal in 59 Tagen, dass auf ihm ein wirklicher Tag-Nacht-Zyklus zwei Jahre lang dauert. Also das ist der längste Tag im ganzen Sonnensystem. Diese merkwürdige sogenannte 3-zu-2-Kopplung ist für viele ein ziemliches Problem gewesen, weil man wirklich gedacht hatte, der ist völlig synchronisiert. Ne? Der ist in der Rotation wirklich völlig synchron, genau wie der Mond. Aber dieser Merkur hat eben die Gezeitenkraft der Sonne direkt viel, viel stärker gespürt, noch als alle anderen Planeten, und wurde in seiner Umdrehung auf seiner Bahn wirklich praktisch eingenordet, würde man sagen. Er ist genau eingestellt worden in seiner Rotation. Dadurch, dass der Merkur so nah an der Sonne ist, passiert ihm zuweilen etwas ganz Merkwürdiges. Es passiert ihm, dass seine Bahngeschwindigkeit um die Sonne, und zwar genau dann, wenn er der Sonne am nahesten steht, dass seine Bahngeschwindigkeit schneller wird als die Rotationsgeschwindigkeit, seine eigene Drehgeschwindigkeit. Das führt dazu, dass an einem Merkurmorgen die Sonne aufgegangen ist und dann wird er schneller um die Sonne herum beschleunigt auf seiner Bahn, als er sich selber dreht. Das heißt, die Sonne geht einmal auf, geht wieder unter und geht am selben Merkurtag nochmal auf. Sie geht also zweimal auf. Also dieser Planet scheint also ganz merkwürdige Anomalien zu haben. Und wenn es eine Theorie geben sollte, die Entstehung des Sonnensystems erklärt, dann muss sie auch erklären, wie dieser Planet zu dieser Dynamik gekommen ist. Aber noch ganz andere Dinge waren wichtig. Auf einmal, als Mariner 10 endlich in die Nähe des Merkur kam, da starten in Houston und in etlichen anderen Auswertezentren der NASA alle Wissenschaftler auf ihre Detektoren bzw. ihre Analysegeräte, denn jetzt kam es darauf an. Natürlich, nachdem man jetzt herausgefunden hatte, dass dieser Planet sich so langsam drehte, mit Radarmessungen war das vorher von der Erde schon ein bisschen bekannt gewesen, hatte man nicht erwartet, dass dieser Planet etwas zeigt, was wir von der Erde her gut kennen. Nämlich, dass die Teilchen, die der Sonnenwind auf den Planeten donnert, dass diese Teilchen von einem Magnetfeld abgelenkt werden. Man hatte also erwartet, wenn Mariner 10 nahe genug an den Merkur herangeflogen ist, dann wird man also ab einer bestimmten Entfernung sehr stark den Sonnenwind spüren. Das heißt, mit anderen Worten, wenn Mariner 10 hinter dem Merkur ist, dann sollte man von dem Sonnenwind eigentlich nichts mitbekommen, weil der Sonnenwind voll auf die Oberfläche prasselt. Dem war aber nicht so. Im Gegenteil, man hat ein ziemlich starkes Magnetfeld gemessen. Und das von einem Planeten, der sich kaum dreht. Und die Standardtheorie für Magnetfelder von Planeten ist nun mal, dass nur sehr schnell sich drehende Planeten ein Magnetfeld bekommen. Das liegt am sogenannten planetaren Dynamo. In einem Planeten vollziehen sich nämlich verschiedene Geschwindigkeiten im Innern. Das eine ist die Rotation, es dreht sich. Deswegen ist es so wichtig, dass es sich schnell dreht. Denken Sie an Ihren Fahrraddynamo. Wenn Sie sich zu langsam bewegen, dann brennt vorne die Birne nicht. Nun ist also Merkur wirklich sehr langsam gut. Die andere Bewegung, die ganz wichtig ist, ist natürlich die Bewegung der Materie von dem heißen Kern nach außen zur kühleren Schale. So hat man eine Überlagerung von verschiedenen Bewegungen heißen Materials. Und das sind geladene Teilchen dabei. Bewegung von geladenen Teilchen heißt elektrischer Strom. Elektrischer Strom heißt Magnetfeld. So entsteht zum Beispiel das Magnetfeld der Erde, was also schwankt. Aber wir werden ganz stark in unseren Lebenseigenschaften von dem Magnetfeld der Erde beschützt. Denn die Sonne prasselt eben mit ihrem Sonnenwind mit schnellen geladenen Teilchen. Das sind immerhin hier auf der Erdbahn 600 Kilometer pro Sekunde, prasselt dieser Sonnenwind auf das Erdmagnetfeld, es wird abgelenkt und dadurch entsteht zum Beispiel an den Polen entsteht die Aurora, das Nordlicht. Bei dem Merkur hatte man das nicht erwartet. Dieser Planet ist unglaublich in seiner magnetischen Eigenschaft, der dürfte eigentlich gar kein Magnetfeld haben. Nun ist der Merkur nur ein bisschen größer als der Mond, aber er ist so dicht wie die Erde.
Etwas, was man überhaupt nicht verstanden hat. Wie kann das sein? Man hat aus den Bewegungen dieses Planeten seine Masse ausrechnen können und hat festgestellt, der muss über einen unglaublichen Eisenkern verfügen. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb er so ein starkes Magnetfeld hat, dass nämlich das Magnetfeld in diesem Eisenkern quasi eingefroren ist und sich gar nicht mehr geändert hat. Das Erdmagnetfeld zum Beispiel ist eines, das sich immer wieder über nicht vorhersagbare Zeitskalen verändert. Das heißt, es springt um, seine Richtung springt um. Bei Merkur hatte man also bis jetzt nur Schwierigkeiten, man wusste nicht, wie man sich das vorstellen kann, denn ein so schwerer, großer Eisenkern in der Nähe des zentralen Gestirns ist nicht ohne weiteres zu erklären. Da musste man also wirklich tief nachdenken und selbst bis heute ist die Entstehungsgeschichte des Merkur nicht klar. Ein so großer Eisenkern, wie ihn der Merkur besitzt, hat zwangsläufig Rückwirkungen darauf, wie man sich nun die Entstehung von verschiedenen Planeten an den verschiedenen Raten vorstellen muss. Das heißt, im frühen Sonnensystem muss sich entweder ein viel größerer Planet gebildet haben, ursprünglich. Der Merkur war vielleicht ursprünglich viel größer und der Eisenkern ist nur ein Rest davon und der Rest ist irgendwie verschwunden. Zum Beispiel dadurch, dass ein großer Körper eingeschlagen ist. Also ein richtig großer, schwerer Asteroid, Kilometer groß, vielleicht sogar mehrere hundert Kilometer groß, der schlicht und ergreifend einen Teil der Merkuroberfläche zerbröselt hat. Wir sehen nun auf der Oberfläche des Merkur durchaus etliche, nun wie soll man sagen, Falten. Wir sehen solche riesengroßen, hunderte, tausende von Kilometer langen Felsfalten, die andeuten, dass der Merkur das nicht vergessen hat, dass er wirklich von riesengroßen Asteroiden bombardiert wurde, die richtig auf ihn draufgehauen haben. Und das heißt also, das ist praktisch eingefroren auf dieser Oberfläche. Die Oberfläche ist deutlich anders als die vom Mond. Es gibt sehr, sehr viel mehr Krater. Es gibt sehr, sehr viel mehr große Oberflächen, aus denen Lava rausgespritzt ist. Der Merkur zeigt uns praktisch an seiner Oberfläche die fossile Geschichte des Sonnensystems. Er ist derjenige, der am nahesten in der heißesten Umgebung entstanden ist. Und was nun besonders überrascht, bei diesen Temperaturen, 530 Grad an einem sonnigen Nachmittag, 530 Grad plus, eine Temperatur, die ausreicht, um das Blei zu schmelzen. Und an einem schattigen Merkurabend werden es minus 170 Grad. Das ist immerhin genug, um Krypton gefrieren zu lassen. Auf diesem Planeten gibt es Wasser. Man hat Spuren von Wasser entdeckt, und zwar in den Polkappen. In den Kraterränden von dieses Planeten gibt es Spuren von Wasser. Was heißt das? Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man das gefunden hat. Das bedeutet nämlich, dass die Pole dieses Planeten niemals so sehr geschwankt haben wie zum Beispiel von Mars oder von der Erde. Von der Erde sind die Schwankungen zwar klein, aber immerhin, vom Mars haben sie sehr stark geschwankt. Dieser Planet ist sehr stabil gewesen in seinen Dreheigenschaften, sonst wäre nämlich irgendwann der Bereich, der heute zu den Polen gehört, hätte voll auf die Sonne zugezeigt. Die Sonne hätte naturgemäß alles Wasser aufgelöst und damit wäre es verloren gegangen. Die Tatsache, dass wir Wasser auf dem Merkur finden, bedeutet, dass dieser Planet sehr, sehr stabil gewesen ist. Er hat eine sehr, sehr harte Jugend hinter sich. Er ist bombardiert worden von riesengroßen Brocken. Er zeigt uns heute ein wirkliches Geheimnis, nämlich seine Zusammensetzung verstehen wir nach wie vor nicht. Er gehört zu denjenigen, die sehr, sehr stark von der Sonne hin und her gezogen werden. Denn die Gezeiten, die Erde auf den Mond und der Mond auf die Erde ausüben, die haben natürlich hier an dem Merkur sehr stark herumgerissen und herumgezogen, und die Gezeiten auf dem Merkur haben letzten Endes auch dazu geführt, dass er sich eben so dreht, wie er sich dreht, nämlich sehr langsam. Er hat die meiste Drehenergie abgegeben. Und so steht dieser Planet heute da, und wir haben nach wie vor nach 25 Jahren der Daten von Mariner 10 eigentlich immer noch nur ein völlig unzusammenhängendes Bild darüber, wie so ein Planet in der Nähe der Sonne entstanden ist. Das wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Möglicherweise gibt es in einigen Jahrzehnten wieder mal eine Mission dahin und wir können ein bisschen mehr darüber erfahren. Denn Merkur ist in der Tat einer der Schlüsselplaneten. Und wenn wir erklären wollen, wie das Sonnensystem entstanden ist, dann müssen wir auch wissen, wie dieser Kamerad in der Nähe unseres Zentralgestirns entstanden ist und wie er sich zu so einem merkwürdigen Planeten hat entwickeln können.